On your mark. Set. Sind Sie eigentäuscht von Ihrer Leistung? Woran hat es denn gelegen? Ja, woran hat es gelegen? Das fragt man sich anschließend immer. Waren es die Freundin? Waren es die Schuhe? Der Trainer? Aber ich sag, der olympische Gedanke zählt. Dabei sein ist alles. Und nächstes Mal, da greife ich wieder an. Jetzt gehe ich erstmal duschen. Also, wenn ich da mal einhaken darf, so als Sieger dieses Wettlaufs. Also dieses Motto, dabei sein ist alles. Das gab es nicht immer in der Geschichte der Olympischen Spiele. In der Antike, da hat nur der Sieg gezählt. Dabei sein ist alles. Dieser Aspekt kam so wirklich erst in der Moderne auf. Bei den großen antiken Wettkämpfen zu Ehren der griechischen Götter ging es nur um den Sieg. Der zweite oder dritte Platz zählte überhaupt nichts. Zu Ehren der Götter? Ja, die Olympischen Spiele wurden zu Ehren des Göttervaters Zeus abgehalten. Die Olympiade war dabei aber nicht das einzige große antike Sportfest. Daneben gab es nämlich noch drei weitere. Die Nemeen, die für den Gott Zeus in Nemea ausgetragen wurden. Die Isthmischen Spiele am Isthmus von Korinth zu Ehren von Poseidon. Und die Pythischen Spiele, die in Delphi für Apollon ausgetragen wurden. Erstaunlich dabei ist, dass diese großen Spiele von anderen Städten dann später auch noch kopiert wurden. So fanden zum Beispiel in Antiochia in Syrien zu römischer Zeit sogenannte isolympische Spiele statt, also Spiele, die nach dem gleichen Ritus wie in Olympia abgehalten wurden. Ist ja interessant, aber zurück zur Frage, warum zählte nur der Sieg? Das ist darin verwurzelt, dass in der frühen Zeit der Spiele, also quasi bis zum 3. Jahrhundert vor Christus, lediglich adlige und reiche Leute antraten. Nur sie hatten das Geld und die Zeit, um zu trainieren. Und da war es einfach sehr stark mit der Ehre der Leute verbunden, unbedingt zu siegen. Zumal der Nachweis der sportlichen Wettbewerbsfähigkeit ein wichtiges Statussymbol für die reiche Oberschicht darstellte. Später gab es dann richtige Berufsathleten, die sich professionell auf diese Wettkämpfe vorbereiteten. Die Siegesprämien lockten sie und ihre Trainer förmlich an. Da es mehrere solcher Spiele gab und an die Sieger hohe Summen ausgezahlt wurden, konnte man nicht nur Berühmtheit, sondern auch ein gutes Leben erlangen. Wer vorher nicht schon reich und adelig war, wurde durch die Wettkämpfe, wenn er denn gewann, ein gemachter Mann. So haben wir Belege, dass das Preisgeld für einen Triumph höher war, als die Summe, die ein römischer Soldat im ganzen Jahr verdiente. Für den jeweiligen Sportler, der die Siege errang, gab es sogar noch größere Vergünstigungen. Ihm konnten zur römischen Kaiserzeit verschiedene Titel verliehen werden oder sogar die Steuerfreiheit. Der Clou an der Sache ist nun aber, die Siegprämie wurde nur an den ersten ausgezahlt. Alle anderen gingen leer aus. Heutzutage selbstverständliche Dinge wie das Siegertreppchen oder der Medaillenspiegel existierten in der Antike noch nicht. Ja, also kann man zusammenfassen, dass die Griechen die Wettkämpfe erfunden haben und die Römer haben es kommerzialisiert. Ich meine, es ist ja wie heute, mehr Kommerz statt Herz, überall Werbung. Überall Übertragungsrechte, es wird gar nicht mehr auf den Fan geachtet. Ach, Scheißdreck. Ja, so könnte man das wohl sagen, ja. Schaust denn so nachdenklich? Also, ich frage mich gerade, wie wäre das gewesen, wenn es in der Antike schon diese Medaillenspiegel von heute gegeben hätte? Also ich glaube ja, dass Gallien da alles abgeräumt hätte, so wie der Obelix da durch das Wasser pflügt. Hey liebe Flossenfreunde, so wie ihr gerade seht, trainieren wir schon fleißig für den Herbst, denn da geben wir auf FlossenTV richtig Vollgas. Also vergesst schon mal nicht die Glocke zu aktivieren, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ciao!